Damit herzlich willkommen, ihr YouTuber, und wir sind wieder zurück zu Elex in Stunde 8, glaube ich, inzwischen. Wir haben hier mit dem Wolf jetzt zu tun, und der Wolf hat uns gesagt, wir sollen uns mit der Outlaw-Propaganda auseinandersetzen. Mein Headset sitzt nicht richtig, jetzt sitzt es richtig. Und hat dafür uns den Zettel gegeben und das andere Zeug. Und die Nägel. Und wir sollen uns beides mal angucken. Nagel. Unverkäuflich. Mission Gegenstand. Ein Nagel mit den Propaganda- und Outlaws. Man kann immer noch die Hammerspuren eines Schmieds erkennen. Oh, Abzulasse. Ja, scheint nicht industriell hergestellt worden zu sein. Ja, dann Abzulasse. Und was war das andere? Das waren irgendwelche Zettel. Aber wo finde ich die denn jetzt? Finde ich denn diese Outlaw-Zettel? Ich bitte, die sind hier. Da. Ein Flugblatt mit Propaganda der Outlaws, geschrieben auf der Rückseite einer Getränkekarte. Okay, hab sie mir mal angeguckt. Wegen der Hinweise. Wegen der Hinweise. Hast du dir die Propaganda und den Nagel angesehen? Nagel sieht für mich normal aus, das sieht man geschmiedet aus. Der Nagel sieht geschmiedet aus, genau. Der Nagel sieht geschmiedet aus. Gut, das ist mir auch aufgefallen. Und was sagst du zum Propagandazettel? Zettel ist handgeschrieben, hat eine interessante Rückseite. Der Zettel sieht ungewöhnlich groß aus. Auf der Rückseite einer Getränkekarte. Der Rückseite ist Zettel gut. hat eine interessante Rückseite. Allerdings, das gibt uns einen echten Anhaltspunkt, wo wir die Suche beginnen können. Dir ist bei beidem das Gleiche aufgefallen wie mir. Der Alles geschmiedete nett. Nagel und dass die Propaganda auf der Rückseite einer Getränkekarte geschrieben wurde. Reagiert gleich. Du bist auf Zack. Das gefällt mir. Durch diese beiden Fakten drängen Sobald der sich fertig mir ist, zwei ich höre. Verdächtige auf. Chloe, die Besitzerin der Kneipe, und Lasse, der Schmied. Sie beide könnten etwas damit zu tun haben. Oh, ist Einer das cool. Wache würden sie nichts erzählen. Aber du bist keiner von uns. Dir könnten sie vertrauen. Ich Ja, will, dass du sie besten beide Moment erwischt, befragst. ja. Während du das machst, werde ich beobachten, wer so in Chloes Kneipe ein- und ausgeht. Alles verstanden? So, jetzt aber. Solana Cosplay, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen an euch. 10 Leute hast du mitgebracht. Ultra nett. Vielen Dank. Also ich freue mich riesig. Ich wollte den halt echt nur gerade aussprechen lassen, weil ansonsten redet der und ich rede und das ist ein bisschen kacke. So, dann. Nessie Wars, vielen Dank fürs Follower. Setz dir eine Maske auf. Machst du mit? Voll cool. Und dann hatten wir hier noch ein paar, genau, Flomo hat noch die geschrieben und Nessie Wars, hallo, genau, Solana Cosplay. Ja, ich freue mich riesig. So nice, echt so cool von euch. Vielen, vielen Dank. Wir spielen ein bisschen Elex 2. Falls ihr Interesse daran habt, könnt ihr gerne bleiben. Ich bin auch noch am Anfang, also so viel habt ihr noch nicht verpasst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und hier, Solana, was hast du denn gespielt? Warst du wieder mit irgendwelchen Zelda-Spielen dran? Ja. Erzähl mal, hau mal raus. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Sachen. Ich habe aber gesehen, dass du online warst, aber bin ja selber online. Aber echt saunett von dir. Vielen Dank. Richtig gut. Was werde ich beobachten, wer so im Kloß knapp. Alles verstanden. Ja, Pokémon sehr Schwert und schön. Schild. Wir Ah, sehen ja. uns, wenn du mit den beiden geredet hast. Was ist denn Wonderlocke? Was ist das, so eine Art? So eine Challenge oder Wonderlocke? Oder ist das DLC? Ne, das hieß doch irgendwie anders, ne? Von Schwert und Schild war doch die Rüstungsinsel als DLC gekommen. Also ich kenne Nuzlocke zum Beispiel als Challenge und ist Wonderlocke auch sowas, oder? Ich musste mir das erstmal erklären, aber ich mache mal hier.
Erstmal Ende. Gut. Ich geh mal hier direkt zu den Dings zurück. Aber ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei Pokémon. Ich finde die Spiele ja an sich sehr interessant. Ja, Nuzlocke, aber jedes gefangene Pokémon in den Zaubertausch. Ah, okay. Dann wechselt das sich komplett durch, ne? Finde ich interessant. Auf jeden Fall. Sehr geil. Also ich gucke auch manchmal bei ihr rein. Ist immer unterhaltsam, so auch wenn ich persönlich sehr leise im Chat bin. Weil ich ja kein Randomizer. Jo, stimmt. Macht auch Sinn. Stimmt, das ist. Es ist dann wie Nuzlocke, ja. So, wo war. Ich muss nochmal zum Spiel hoch. Mit dem Wundertausch und dann hat man ja auch alles random, stimmt. Machst du dann auch so nur ein Vieh, also ein Pokémon pro Route und wenn es tot ist, ist es ganz tot oder wie machst du das dann? Also ich kenne das zum Beispiel, wenn dann ein Pokémon besiegt wird, dann kommt es zum Beispiel in die Box oder muss freigelassen werden und man hat halt verloren, wenn man keine mehr hat. So, Lasse, hast du diesen Nagel hier hergestellt? Hast du diesen Nagel hergestellt? Lass mal sehen. Könnte schon sein. Ist lang her, dass ich Nägel gemacht habe. Aber die länglichen Hammerschläge da, das könnte schon eine Wenigkeit gewesen sein. Hab aufgehört, die Dinger zu machen, weil sie dauernd gestohlen wurden. Warum fragst du? Ja, also genau einmal pro ein Pokémon pro Route, Naturzonenareal und keine Waves. Okay, mit den Waves ist natürlich ein bisschen sehr schade, aber also da geht dir ja noch mehr verloren als nur das Pokémon. Aber trotzdem ist auch cool. Und ich finde das intelligent gelöst, dass man dann sagt, man macht das einfach mit einem Wundertausch, anstatt sich einen Randomizer halt am PC zu holen. Sollte in etwa ein gleichwertiges Level rauskommen. Ah, okay. Das ist natürlich echt smart eingestellt, ja. Ich bin beeindruckt. Also ich persönlich wäre gar nicht auf so eine Idee gekommen, aber es gibt ja Online-Foren für sowas und dann klärt man da einfach, wie das zu handhaben ist und wenn alle nach denselben Regeln spielen, ist das eigentlich so lustig. So, was verdächtigt mit Nader? Dir die Nägel geklaut. Dir werden Nägel geklaut? Also jetzt nicht mehr. Hab aufgehört, welche herzustellen. Hab aber es viel Arbeit, weil mega viele einfach ihre eigentlich her? Was, ne? Damit wurde die Propaganda der Outlaws befestigt. Jetzt sag nicht, ich werde verdächtigt. Und wenn es so wäre? So ein Unsinn! Hör mal, Jungchen, ich bin hier gern der Schmied. Warum sollte ich zu diesen Outlaws gehen? Die schweißen doch eh alles einfach zusammen. Von Kunstfertigkeit fehlt da jede Spur. Nee, nee, du. Damit habe ich nichts am Hut. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Hab die Diebe auch nie zu fassen bekommen. Die Jungs waren echt gut. Wenn das so ist, werde ich wohl weitersuchen müssen. Hoffentlich kriegst du die Diebe. Viel Erfolg. So, perfekt. Mit den Fluchtrest in den Pott werfen, hast du das dann auch so geregelt, wenn du ein Pokémon schon hast und es dann nochmal bekommst, dass du das dann wieder reintauschen kannst? Oder sagst du, okay, egal was ich da jetzt bekomme und wenn es mein 170. Glumanda ist, das ist dann jetzt meins? Also ich kann mir halt vorstellen, dass du sagst, okay, das ist schon mein zweites Glumanda oder halt Glutexo Glurak, dass du dann sagst, hey, ich schmeiß das wieder in den Topf zurück und krieg dann halt Neues. Beim nächsten Mal würde ich die Regeln für mich nochmal schwerer machen. Ist das hier so zu einfach? Okay. Was gibt es denn dann noch so für Regeln überhaupt? Also, wenn es besiegt ist, ist es komplett weg. Ja, ich tausche, bis ich was Gleichwertiges habe und keine Doppelung. Ja, okay. Ja, macht ja auch Sinn. Also, mit dem Randomizer ist das aber, glaube ich, noch ein bisschen, mehr random. Weil mit dem Randomizer kannst du ja zum Beispiel einen, auf einer Route, wo ein Hornlio jetzt ist, kannst du einfach auch einen Suicune oder so bekommen. Ich nenne extra die alten Pokémon, weil ich kaum noch die Namen von den neuen Pokémon hinkriege. Ja, genau, ah ja. Weil ich hab von Schwert und Schild habe ich Schwert, glaube ich, gespielt. Und muss aber auch sagen, da ist wenig hängen geblieben.
von den Pokémon-Namen. Also da habe ich mich nicht mehr so rein versteift wie zu den alten Editionen. Wobei ich nicht einer von denen bin, die sagen, nur die ersten eine, also die erste Edition oder die ersten zwei Generationen sind die guten, sondern ich habe in jeder Generation eigentlich ein paar coole Sachen gefunden und deswegen ist das echt kein, trotzdem gut. Nessivor schreibt, oder Chat tauscht das Lieblingspoki, das du in Zukunft nicht äußern. Moment. Der Chat tauscht das Lieblingspoki, das du in. Okay. Sind bei Randomizer kannst du keine A. Stimmt. Beim Randomizer ist alles, also kann man einstellen, dass die Gegner auch alles random haben und dann ist da, sind die auch, also da kann ja auch wirklich alles sein. Allerdings, ich habe mal bei den Rocket Beans zugeguckt oder bei Weird selber, ich weiß gerade nicht. Da hatten die auch die Arenen und die Top 4 gerandomized und einer der Top 4 hatte dann plötzlich leider so schwache Pokémon bekommen, dass der nicht mal mehr eine Herausforderung war. Und daraus haben sie aber auch gelernt und haben dann diese Zwangsentwicklung ab einer gewissen Stufe eingeführt. Sowas wie ab Level 40 waren alle top entwickelt, so in etwa. Damit das überhaupt eine Herausforderung stellte. Also wenn der Top 4 irgendwann wirklich mit einem Hornlio da ankommt, dann ist das bringt halt nichts, ne? Aber ja. So, jetzt lasse ich hier jetzt ein Guter. Mit dem kommt. Hallo? So, mit dem komme ich ganz gut klar. Wird jetzt nochmal zu Chloe gehen. Da wollte ich jetzt sowieso schon von Anfang an hin. Kann ich da hinten einfach irgendwie zu Chloe kommen? Ich bin mir da unsicher. Was ist das hier überhaupt für ein Gebäude? Ach, das ist gar kein Gebäude, das ist fast mein Tod gewesen. Komm ich denn da jetzt rüber? Oder ich hätte einfach den Weg nehmen sollen? Oh Gott. Halt dich fest! Ich spiele zusammen mit jemandem nebenbei noch eine Omega Rubin Soul Link Nuzlocke. Das ist absolutes Chaos. Das glaube ich dir. Also man kann das so viel random machen. Das ist auch sehr, sehr lustig. Also ich hatte auch schon mal einen Spaß mit einem Randomizer. Ich hatte mir bei Heartgold, glaube ich, war das. Ja, genau, bei Heartgold oder Soul Silver, eins von beiden, habe ich mir einen Randomizer gehabt. Auf dem PC mit einer ROM halt. Leider ist mir das aber ständig abgestürzt. Das fand ich echt übel. Aber da war ich bei den. Okay, nee, das bringt so nichts. Ich gehe wieder hoch. Da war ich bei den Ruinen von den Incognito gelandet zum Beispiel und da unten ist ein Vibrava rumgelaufen und dieses Vibrava hat dann einfach Ultraschall eingesetzt und all meine Pokémon wären gewone-hittet worden. Was auch lustig, aber leider wie gesagt war nicht so einfach, weil das Spiel ständig abgestürzt ist. Das hat es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, scheiße gemacht. Ist halt absolut randomized, ja. Ich mag es aber auch. Also die alten Pokémon, also die ganzen Pokémon-Teile, da sagt man ja auch immer, dass die zu einfach geworden sind, weil man halt einfach auch leveln kann. Und würde ich auch so unterschreiben. Allerdings mit dem Randomizer und so, da kommt eine ganz neue Würze rein. Also das ist richtig lustig. Du kommst hier nicht rein. Und warum? Ja, gute Frage. Du siehst scheiße aus. Und wer scheiße aussieht, macht nur Ärger in der Kneipe. Was hat ein Typ wie du überhaupt hier zu suchen? Ich will dein Gehirn mit der Antwort nicht überfordern.
Scheinst nicht der Hellste zu sein, oder? Ich will dein Gehirn mit der Antwort nicht überfordern. Könnt fast glauben, du denkst, ich wäre dumm. Ich mag dein Gesicht nicht. Also bleibst du draußen. Alter. Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Oder wir haben halt mehr Ahnung als vor 20 Jahren auch. Ich weiß noch, dass ich, als ich studiert habe, da waren halt auch so ein paar Pokémon-Verrückte, mit denen habe ich mich dann auch unterhalten, getroffen und so. Und da habe ich dann gemerkt, dass die gar nicht Pokémon gespielt haben, wie ich immer Pokémon gespielt habe, sondern für die war Pokémon tatsächlich so DNA-Forschung oder ja, also das waren einfach nur noch Zuchtobjekte, die da angezogen haben unter dem Motto hier Metagaming für PvP, alle Pokémon, die ich habe, müssen die perfekten TW haben und ich bin so, okay, mach mal halblang, ich bin hier um Pokémon zu spielen und nicht um ja. Also das war ein bisschen krass. Sag mal, hast du sie noch alle? Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt? Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen, nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Aber... Nicht aber! Verdammte Scheiße! Mit perfekten Werten und alles, ja krass. Simon hat sich seine Armee aus Evolis zusammengezüchtet. Was ist dieses Simon? Das kenne ich ja gar nicht. Ja, das ist schon echt, also keine Ahnung. Ich weiß, dass Simon auch sehr auf Evolis... Was sind eigentlich die neuen Preise für ein großes Bier? Wie lange arbeitest du jetzt schon für mich? Richtig, seit mehreren Jahren. Wie kann es sein, dass du die Preise immer noch nicht auswendig kennst? Du kannst den Leuten nicht jedes Mal ein Bier für einen anderen Preis verkaufen. Bier gibt es nur in einer Größe und die kostet immer gleich viel. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Scheiße. Bist du sicher? Und sei höflich zu den Leuten. Louis, wir müssen reden. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt Mitarbeiter angestellt habe. Man muss sowieso alles selbst machen, wenn man will, dass es richtig gemacht wird. Und jetzt tauchst du auch noch auf, als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Was willst du, Jax? Ah, die kennen uns scheinbar. Du hast mich also nicht vergessen. Wie könnte ich? Du hast das vor damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Dann erzähl mal, wie kann ich dich wieder loswerden? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich erinnere, wer Chloe in Teil 1 war. Boah, das ist zu lange her, ich weiß es nicht mehr. Wie lange hast du denn jetzt eigentlich gestreamt? Ich sehe dich halt voll oft streamen. Wie gesagt, ich gucke manchmal auch ein bisschen zu. Aber bist doch immer mehrere Stunden auch am Stream normalerweise, oder? Weil ich lege momentan eher so die Nachtschicht ein. Ich bin eben erst um, ich glaube, 8:30 oder so aufgewacht heute Abend. 5 Stunden, oh ja. Krass. Ja, also ich bin um 8:30 circa aufgewacht, habe erstmal versucht, ein bisschen so klar zu kommen. Dann war ich mal duschen und dann habe ich halt jetzt abends noch den Stream angeschmissen, weil ich dieses Elex 2 Spiel hier unbedingt durchkriegen will. Bin aber, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Aber 5 Stunden jeden Abend oder fast jeden Abend sehe ich dich doch online, oder? Also ich würde sagen, du bist locker jeden zweiten Tag da. Das kommt doch hin, oder? So, schlecht gelaunt? Schlecht gelaunt? Nein, ich bin die Freude. Ja, okay. Ja, so gefühlt, ja. Also ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm, aber wenn ich halt reingucke, was so auf Twitch los ist, dann sehe ich deinen Namen halt oft. Ich sehe dich halt oft hier Zelda spielen, ja, Pokémon, was war noch da? Von Zelda hast du sehr viele verschiedene gespielt, habe ich gesehen. Also das Minishcap zum Beispiel. Ne, nicht Minishcap, dieses Link to the Past. Bisschen abhängig, wie ich arbeiten muss oder was. Und um die geht, ja klar. Dieses sehr chibi-hafte Link hast du gespielt, ne? Mache mir halt jede Woche an den Streamplan. Ah, okay.
Na, ich merke schon, du bist deutlich besser organisiert. Ich habe jetzt ewig lange gar nicht gestreamt, weil ich einfach keine Lust hatte. Deswegen sieht man bei mir auch jetzt keine Leute mehr. Und jetzt habe ich halt mal wieder angefangen. Ich mache auch keine Werbung oder so. Oder ja. Link to the Past und Link's Awakening Remake. Ja, ich glaube, das war das Link's Awakening Remake dann. Dieses ganz Chibi-hafte habe ich gesehen. Das hat mir gar nicht so gesagt, leider. Da gefällt mir die Darstellung nicht, dieses Abgerundete. Das hat mir auch bei den Pokémon nicht gefallen. Also, wo man dann halt auch diese kleinen Figürchen da hatte und keine Ahnung, manchmal kann man Ecken auch einfach Ecken sein lassen, wie ich finde. Ja, ist ja jedem selbst überlassen. Ja, natürlich, natürlich. Geschmäcker sind absolut unterschiedlich. Ich meinte halt nur, das war jetzt meine Meinung und die Spiele kommen gut an, deswegen sehe auch noch ein, wir testen Elden Ring aus. Ach so, steht da. Ah ja. Ey, Elden Ring, ja. Da gab es irgendwann. Also am Anfang fand ich Elden Ring richtig geil. Hab's wirklich viele Stunden gespielt. Ich bin bei, ich glaube, 240 Stunden bei einem Charakter. Hab das Spiel noch nicht durch. Ich gehe aber vom Ende. Ich müsste mich nur noch entscheiden, das Ende jetzt auch zu machen, zu versuchen. Da halte ich mich aber gerade ein bisschen zurück, weil tatsächlich hat mich Elex jetzt mehr mitgerissen. Aber wir testen Elden Ring, wäre schon geil. Da würde ich auch reingucken gerne. Also dann werde ich mir Notiz machen, dass du da bist. So, mal gerade hier nochmal was Hast du das hier schon einmal gesehen? Das ist doch einer dieser Zettel, die Werbung für Baxters Truppe machen soll, oder? Ja. Und was soll ich damit? Das sind deine Getränkekarten. Das sind deine Getränkekarten. Das erklärt einiges. Und was genau? Wir verdächtigen dich ja nicht wirklich, mit den Outlaws gemeinsame Sache zu machen. Hilf Stimmt. uns, das einfach aus der Welt zu schaffen. Nichts lieber als das. Ich habe mich schon gewundert, warum jemand meine Getränkekarten klaut. Ich muss dauernd neue machen lassen. War schon kurz davor, die Preise einfach nur noch ans schwarze Brett zu schreiben. Wurde mir langsam echt zu dumm. Allerdings sind schon bestimmt seit einer Woche keine Karten mehr verschwunden. Hier wirst du die Schuldigen also vermutlich nicht finden. War's das? Ich mach dann mal weiter. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen kann. Wirst wohl weitersuchen müssen. Nee, Kaya, wir müssen noch mal reden. Chloe, sorry. Ich habe absolut keine Souls-like-Erfahrung. Das ist die Sache mit Elden Ring. Das Spiel ist deutlich einfacher geworden und durch den Hype, den es erfahren hat, hat es halt so eine Art Common-Status. Also es ist, wie heißt das noch? Usual Content oder so geworden. Oder wie heißt das? Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Casual Gaming, genau. Es ist zum Casual Gaming worden. Allerdings merkt man auch, dass sich die, wie heißt das? Die Streu vom Weizen, nee, ich weiß nicht, wie das heißt. Streu vom Weizen streut oder so. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und zwar, wenn es darum geht, länger zu spielen. Die Leute, die das Spiel casual spielen, die kommen irgendwann an ihre Grenzen und verlieren das Interesse daran. Und die Leute, die dann allerdings dranbleiben und richtig in dieses Souls-like einsteigen oder auch dabei sind, die spielen das dann halt auch Spreu vom Weizen trennt. Genau. habe ich gesagt, Spreu vom Weizen streut oder sowas. Egal. Ja, teste auch erstmal über Family. Ja, genau, mach das. Also, da ist wirklich ein Unterschied zu merken. Da hat man in den Erfolgen, hat man das mal beobachtet. Und zwar gibt es sehr viele Leute, die das Spiel zwar gekauft haben, aber nicht einmal die Hälfte von denen haben den ersten Eldenfürsten tatsächlich besiegt. Also da merkt man, wo das auch schon aufhört, ne? Ja, also das ist, als würdest du Pokémon spielen, weil es alle spielen und der erste oder der zweite Arena-Leiter, da hörst du auf, weil dir das Spiel zu schwer geworden ist. Das macht dann halt was aus, ne? Gerade mit den Souls-like-Spielen, da ist halt, da braucht man halt eine Frusttoleranz, beziehungsweise eigentlich baut man die auch auf. Und ja, wenn man dann dazu findet, dann finde ich das sehr angenehm. Dementsprechend finde ich Elden Ring für einen Neueinsteiger eigentlich ziemlich gute Wahl an Spiel. Allerdings später,
Also wirklich viel später merkt man auch, die Schwierigkeit hat echt zugelegt. Also das ist schon krass. Genau deswegen, vor allem kostet es ja auch nicht wenig. Ja, vollen Preis, ne? 60 Euro. Das ist ganz normal. Deswegen, aber ich kann es an sich, kann ich jetzt empfehlen, guten Gewissens. Wie gesagt, ich habe 240 Spielstunden drin. Bin aber auch ein Souls-like-Fan. Nicht wie die ganzen crazy Dudes, die ja, die Speedruns machen oder No-Hit-Runs oder weiß ich, aber ich spiele die Spiele sehr gerne. Dark Souls 3 vor allen Dingen habe ich sehr viel Zeit investiert. Auch New Game Plus 5, glaube ich, war ich dran. Mit einem Charakter alleine. Und bei Elden Ring, da hat es mich halt ein bisschen irgendwann hängen lassen, weil es, naja, ich weiß nicht. Irgendwann war dann so, warum sollte ich überhaupt noch? Deswegen habe ich da jetzt keine Eile mit das Spiel durchzuspielen. Aber wie gesagt, gerade für Neulinge ist das Spiel bestens geeignet, weil es einen sehr soften Start bietet. Und wenn du dann da dran bleibst, dann kann es auch, dann kann man auch sagen, dass du dich an die Souls-like-Genre gewöhnt hast. Wenn du allerdings nicht dran bleibst, dann ist das halt so. Dann brauchst du auch die anderen Souls-like-Spiele nicht zu spielen, ehrlich gesagt. So, Ivan wartet auf die Lebensmittel. Ivan wartet auf seine Lebensmittel. Wer? Der Händler. Ivan. Welcher von denen? Der Morkornhändler. Ach, der. Bei mir bist du da aber an der falschen Adresse. Er hatte dich aber explizit erwähnt. Und wenn schon, ich hatte seine Ware. Hatte. Und wo ist sie jetzt? Was weiß ich, irgendein Arsch hat sie geklaut. Um Ersatz zu kriegen, müsste ich ins obere Viertel. Aber wenn ich dir sage, dass Red es abgeriegelt hat, erzähle ich dir sicher nichts Neues. Aber mir eben bei Das hat Red. Ivan nicht gefallen. Ich kann's nicht ändern. Solange Fenris den Zugang ins obere Viertel nicht lockert, hat er Pech gehabt. Zaubern kann ich nicht. Finde ich lustig, weil die Berserker dafür bekannt sind, dass sie sprechen können. Reik, wer ist denn Reik? Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Oh, was bist du für ein süßes Ding, hey? Bist aber auch wieder heute so attraktiv. Ah, mir gefällt dein Teint, du kleines Luderchen. Was eine niedliche kleine Flasche. Ach, ja, setz mir doch mal an. Wie gut meine Lippen schmecken. Bin doch mal mit dem Reto. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Komm später wieder. Kollege, Okay. komm. Nee, der fängt an, sich zu wiederholen, dann ist da nichts. Berserker, Berserker. Du, Name? Berserker. Berserker, nee, Barkeeper. Ja, Chloe, wollen wir nicht beklauen? Wo ist denn jetzt der Typ? Da, Wolf. Ich habe mit Chloe gesprochen. Ich habe mit Chloe gesprochen. Hast du herausbekommen, ob Chloe was mit den Propagandabriefen zu tun hat? Sie behauptet, die Getränkekarten wurden ihr gestohlen. Sie hatte sich sogar schon überlegt, die Karten ganz abzuschaffen, damit sie nicht immer neue machen muss. Ah ja, rennt Klingt einfach. nicht so, Ah ne, als das war hätte ja sie nicht was rein. damit zu tun. Und ich habe mit Lasse Ich habe mit gesprochen. Lasse gesprochen. Und? Hast du herausgefunden, ob er was mit den Propagandazetteln zu tun hat? Nicht wirklich. Ihm wurden wohl einige Nägel gestohlen. Scheinen die Nägel zu sein, mit denen die Propaganda angebracht wurde. Das ist nicht sehr viel. Zumindest ist er sich sicher, dass es seine Nägel sind. Verdammt, da gehen sich hin unsere einzigen Spuren. Ich habe jeden beobachtet, der in die Kneipe ein- und ausgegangen ist. In der Hoffnung, dass jemand ein paar der Karten dabei hat.
Aber auch ich hatte kein Glück. Ein paar verdächtige Gestalten hier und da, aber sonst nichts. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Fassen wir nochmal zusammen, was wir über die Propaganda wissen. Sie wurden beide gestohlen und scheinen nichts damit zu tun haben. Die Zettel sind mit dem Eigentum des Forts hergestellt und angebracht worden. Das ist allerdings ein interessanter Punkt. Das bedeutet, dass unser Täter wohl im Fort ist. Es scheint niemand von außerhalb zu sein. Was noch? Die Outlaws scheinen dahinter zu stecken. Ich gehe mal ins Bett und wünsche dir noch viel Erfolg und Spaß. Außer jemand will den Outlaws etwas anhängen, aber das glaube ich nicht. Was noch? Sie wurden beide bestohlen und scheinen nichts damit zu tun zu haben. Ich will mich verabschieden. Aber nicht in jüngster Zeit. Richtig. So, egal. Ich rede einfach drüber und hoffe, dass ich lauter bin als der. Solana Cosplay, vielen Dank für dein Raid nochmal. War richtig schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche dir auch jetzt eine gute Nacht. Träum was Schönes und wir hören demnächst wieder voneinander. Vielen Dank. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich muss zugeben, keine Ahnung. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen wohl oder übel den Täter auf frischer Tat ertappen. Also warten wir einfach? Ich habe eine bessere Idee. Wenn es dunkel ist, suchen wir das vorab. Die Chance, jemanden zu erwischen, ist gering. Aber wenn du keine bessere hast? Nein. Na dann, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lass uns auf Nachtwache gehen. Bin bereit. Wird ein bisschen schwierig, solange es hell ist, oder? Achso, ich dachte, der springt dann automatisch. Bett oder miete dir ein Zimmer im Reisendenschläfer. Komm wieder, wenn es dunkel ist. Okay. Ja, ich habe wirklich gedacht, dass der dann quasi vorspringt. Auch leer. Und die? Ebenfalls. Double Kill. Komisch. Bobby? Bobby redet? Wer ist Bobby? Da! Was machst du da? Nachforschungen anstellen. Alter, wie groß ich da wirke. Ah ja? Und woran forschst du? Bierflaschen. Bist du nicht etwas zu jung für Alkohol? Ich will nur wissen, wer sie ausgetrunken hat. Für die Leute, die noch da sind. Einen Moment, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr an Elix interessiert seid, aber... Ich habe Elix 2 jetzt halt ein paar Stunden gespielt. Die Folgen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Den findet ihr direkt südlich vom Stream. Und für die Elix 1 Folgen, die findet ihr woanders. Da schicke ich euch mal gerade den Link rein. So, und zwar haben wir den hier. Upp. Vielleicht, also ich muss ihn mal gerade holen, da ist der Link für den Elix 1 Stream von damals. Der ist aus dem Jahre 2017 von mir. Vielleicht habt ihr ja Interesse und es sagt euch zu oder so. Vielleicht habt ihr selber dann Interesse, Elix ein bisschen zu spielen. Wäre auf jeden Fall cool. Ich finde es sehr gut, es hat einen eigenen Humor. Es hat halt auch so seine eigenen, wie soll man sagen, so dieses, was man halt so mag an dem Spiel, so diese Eigenheiten von dem Spiel gefallen mir sehr. Auch schon Teil 1 finde ich sehr cool. Man merkt die Liebe zu den Details von den Entwicklern, vor allen Dingen auch die, den Support von der Community, kann man sagen. Also die Entwickler gehen da sehr auf die Leute mit ein, auch im Nachhinein noch, das weiß ich, weil einer von THQ Nordic sehr oft hier auf Twitch auch in die Streams schaut und auch dann halt einige Sachen raushaut. Finde ich sehr cool. ja, Piranha Bytes ist ja hier in Deutschland, mega cool. Und ich finde, da sollte man auch mal, wie soll ich sagen, also einfach so ein bisschen
stolz drauf sein, dass wir in Deutschland tatsächlich überhaupt auch solch ein Entwicklerstudio haben. Das Spiel selbst hat halt noch einige Bugs und Backen. Allerdings finde ich, darüber kann man leicht hinwegsehen. Die Kritiken vom Spiel sind gerade zu Anfang rausgekommen und waren sehr kritisch, was die Kamera anbelangt und auch die Dialoge und so. Über die Dialoge habe ich mich auch schon lustig gemacht, das kommt immer noch so vor. Allerdings sind die Bugs mit der Grafik und der Kamera schon stark behoben worden. Ja. Also mir gefällt es sehr gut. Ich würde es empfehlen für Leute, die ein RPG, Open World, ich mache was ich will, spielen mögen. So, irgendein Säufer. Also lass die Finger davon. Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Meine Freunde und ich versuchen, einen Fall aufzuklären. Und dafür müssen wir verschiedenen Hinweisen nachgehen. Ein paar leere Bierflaschen sollen ein Fall sein? Du darfst keine Fragen stellen. Das darf nur der, der ermittelt. So sind die Regeln. Okay. Ach, aber natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Hier liegen 10 Flaschen auf dem Boden. Wie viele Erwachsene haben die wohl leer getrunken? 2. Vielleicht einer, eher 2. Ha, dachte ich es mir doch. Die Fußspuren sind ein eindeutiger Beweis. Ich muss die Ergebnisse unbedingt meinen Freunden mitteilen. Du musst jetzt auf die Flaschen aufpassen. Wie lange soll ich aufpassen? Und wie lange soll ich auf sie aufpassen? Bis sie sicher sind? Beweg dich nicht vom Fleck, ja? Du bist jetzt die Flaschenwache. Tschüss. Jetzt renn doch nicht weg. Na klasse. Nun muss ich auch noch Müll bewachen. Mal sehen, wann er zurückkommt. Du was zum Beispiel. Macht das Spiel irgendwie ein bisschen den Charme aus, oder ganz im Ernst? Kaya stand jetzt zufällig an der falschen Stelle und deswegen konnte er nicht weglaufen. Hey, hast du den Dreck da fabriziert? Redest du von den Flaschen? Na was denn sonst? Wir sind hier nicht bei den Outlaws, also bück dich gefälligst und räum das Zeug weg. Geht nicht. Das kann ich machen, ich sollte auf sie aufpassen, ja. Das kann ich nicht machen, ich soll auf sie aufpassen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ein Junge hat mich gebeten, dass ich niemanden an sie heranlassen soll. Besorgst du den Kindern etwa Alkohol? Mach mal halblang, das ist nur ein Spiel. Kinderapfel nennst du ein Spiel? Was für ein degenerierter Kerl bist du eigentlich? Kannst von Glück sagen, dass ich gerade keine Schicht habe. Deine Visage merke ich mir, versprochen. Füllt der Kerl hier die Kleinen ab. Ich fass es nicht. Ich fass mal ein bisschen. Ich muss wohl mal ein ernstes Wort mit Fenris wechseln. Noch eins. Grüß dich, Jüngchen. Sag mal, brauchst du den Fusel da noch? Mach dir keine Hoffnung. Die Flaschen sind leer. Für dich vielleicht, aber so ein armer Schlucker wie ich kriegt da schon noch was rausgelöffelt. Das bisschen Spucke macht mir nichts aus. Wenn du dann so freundlich wirst. Hier, kriegst du ein paar Münzen. Lol, gibt's wirklich. Kauf dir was Ordentliches. Hier, kauf dir etwas Ordentliches. Danke, Jungchen. Das nenne ich mal eine Spende. Ja, wow. Schönen Tag noch. Wir unterstützen. Das waren hoffentlich alle. Länger spiele ich jedenfalls nicht den Deppen. Sieht sowieso nicht so aus, als würde der Kleine zurückkommen. Der ist irgendwo da hinten lang gelaufen, ne? Sehr gut. Kaya gefällt, das ist immer gut. So, suchen wir mal die Kips. Wieder viel. Ist der jetzt hier hoch oder ist der eher hier so? Da sind sie! Ich hab sie gefunden. Alle 3 versammelt. Was habt ihr herausgefunden? Darf ich anfangen? Hey, ich bin für Recherchen zuständig, also fange ich an. Ich stimme Bobby zu. Spielverderber. 2 Leute müssen vor der Taverne richtig viel Bier getrunken haben. Als sie fertig waren, sind sie weitergezogen. 2 sagst du?
Das überschneidet sich mit meinen Ergebnissen. Diese zwei könnten diejenigen sein, die sich im Heilerviertel verdroschen haben. Aber nur eine Person hat im Wohnbereich spioniert. Nur eine? Das lässt aufhorchen. Wieso? Kollegen, ich stelle mir das so vor. Zwei Bekannte treffen sich in Chloes Bar. Sie betrinken sich und ziehen dann weiter. Und zwar ins Heilerviertel. Exakt. Dort geraten sie in Streit. Einer von beiden verliert den Kampf und ist sauer auf den anderen. Der Verlierer ist unsere Zielperson. Er ist derjenige, der Hitchs Domizil verschandelt hat. Und uns in ein schlechtes Licht rückt. Wisst ihr, was das bedeutet? Na, sag schon. Wir haben einen neuen Fall. Eigentlich ist es noch der alte. Nebensächlichkeit. Also, wir gehen wie folgt vor. Bobby, du findest heraus, mit wem Hitch zuletzt die Bar aufgesucht hat. Verstanden, Chef. Petra, du siehst dich weiter im Wohnviertel um. Okay. Und was machst du? Meine Tante will, dass ich den Schrottplatz hier aufräume. Da kann man nichts machen. Ihr habt 2 Tage Zeit. Viel Erfolg. Ich finde die Quest sehr liebevoll. Muss aber auch sagen, ich wünsche mir, wenn es ein Elex 3 gibt, dass so ein bisschen die Zeit vorgespult wird und wir zum Beispiel als Dex spielen und dass wir dann auf diese Kinder wieder treffen, die allerdings dann auch erwachsen sind und so eine, sagt man dann, Detektei aufgemacht haben oder sowas. Das wäre sau cool. Einfach so die Liebe dann nochmal zu den alten Spielen. Oh, guck mal, ich klaue den Kindergummi. Ist leichter als einen Lolli zu klauen. Sogar die Truhe von denen einfach klauen. Wer mimiert bin ich eigentlich? Ich klaue den ersten. Klaue den das Spielzeug und den Energy Drink, den Kaugummi, den Löffel, Stofftier, noch ein Löffel, noch ein Stofftier. Ich beklaue die nicht, ich räume auf. Er sagte, er muss aufräumen, ich räume auf. Weil, wenn ich es stehlen würde, dann wäre... Oh, guck mal, ein Einhorn, voll sweet. Wenn ich es stehlen würde, dann wäre die Schrift rot. Und das ist es nicht. Deswegen habe ich aufgeräumt. Ganz klar. Justin! Na, was macht euer Fall? Ich bin nicht befugt, unsere Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Ein bisschen was wirst du mir doch verraten können. Tut mir leid, jedes Detail unterliegt der Geheimhaltung. Dann gehe ich wohl besser. Tun Sie das. Guck mal, das, die Bilder hinten dran. Seht ihr das? Also hier, das da. The Oval heißt es, glaube ich. Na, wenn das nicht mal Star Trek ist, hör mal. Und das da, das könnte doch Conan der Barbar sein, oder? Was heißt? Painting the Barbarian? Nee, the... Ich weiß es nicht. Vegetarian. Ah, Kanan the Vegetarian. Deswegen schlachtet er auch hier das Obst ab. Mega geil. Und was haben wir hier noch? Oh Gott, ne. Irgendwas mit Jungle. Aber erkenne ich nicht, was das sein soll. Der. Ne, ich krieg's nicht gelesen. Aber das ist doch mal mega geil gemacht. Hier, ich tue es mal auf die andere Seite, damit ihr es besser seht. Also dann kann ich es zeigen hier. Das Poster. Ich finde, das ist ja... Also eigentlich alle drei. Hallo? Training the Vegetarian. Wie ultra geil ist das denn? Da oben ist auch noch was. Wildfire Workshop. Ich krieg es nicht erkannt. Aber das ist, ist das einer der Entwickler oder was?
die das mitgemacht haben. Ist ja ultra geil. Ich weiß nicht, was da steht. Hennacraft oder so? Ich krieg nicht gelesen. Aber ich bin... Stolen Throne. Hennacraft the Stolen Throne. Glaube ich. Wie geil ist das denn? Available now. Und Wildfire. Alter, diese Liebe zu den Details, mega gut. Guck mal! Jetzt bleib stehen. Das hier. Das da. Das ist von, ich komme nicht drauf, aber man kennt's. Und man erkennt es wieder. Das ist ja mega geil. Können wir uns ein bisschen hier mehr so in den Schatten stellen? So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Aber man erkennt es wieder. Das weiß ich leider gar nicht, worauf das eine Anspielung ist. Aber es ist ja ultra cool. Alter. Das ist mega nice. Und ich habe mich komplett ablenken lassen. Ich habe keine Ahnung mehr, was unsere Quest war. Achso, bis zur Nacht war. Aber es ist ja eh schon gleich Nacht. Achso, wir sind gerade bei Ivan, dann können wir mit dem hier auch noch reden. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Ist Chloe nicht hatte deinen Proviant nicht. Moment, du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Irrawak! Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Easy. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Gar kein Problem, mach mal. So, warte, oder was lag... Warte. Warte, tot, alles gut. Also gerade die Poster, ohne Scheiß, ne? Die Poster, die der da hängen hat, sind ja mal mega geil. Ich bin hin und weg. Ein bisschen Mana einsammeln. Ich bin mehr als hin und weg. Also an die Entwickler Props dafür mega geil. Was haben wir denn hier? Ach, so ein Labortisch. Kann ich da irgendwas schon mitmachen? Oh, Elex-Trank. Aber ich habe Chemie 0. Okay. Und auch. Ah, doch, Wein und Elex. Ergibt einen Elex-Trank. Okay. Alter, wie geil. Ich bin gerade. Ich bin mega begeistert von diesen Postern, die da hingen. Kann man hier noch irgendwie. Nee, da ist die. Autsch, die Kuppe oben drüber. Mega begeistert. So, meint ihr, das ist schon spät genug und wir können auf. Hier gehen oder müssen wir echt noch irgendwo uns schlafen legen? Lass uns auf Nachtwache gehen. Wird ein bisschen. Okay, ne, ist noch zu hell. Ich mach das halt, das Töten von den Federnviechern und von den Ratten, damit ich immer genug zu essen habe. Weil ansonsten würde ich halt mein Geld an die Heiltränke verschwenden. Und das muss nicht sein. Was ist denn hier hinten noch so? Kann man von hier aus runter irgendwie, oder?
Ah, ich glaube, hier unten ist auch wieder. Ja, genau. Das ist der Gang für Scrappy. Da wollen wir gar nicht runter. Manchmal sind auch so hinter diesen Sachen immer mal so Kleinigkeiten versteckt. Das macht Piranha Bytes auch ganz gerne. Also zum Beispiel, jeder geht hier so 2000 Mal vorbei, aber hätte man mal hier geguckt, ah ja, dann hätte man was Tolles gefunden. Zum Beispiel eine Ratte. Oder hier so, dass hier Abfall drin ist, ist eindeutig. Aber hier ist zum Beispiel auch Eisen, ja. Und Sport und noch mehr Amestit. Amasit, ja. Amasit. Ah, hier nehme ich gar nichts. Aber hier hinter den Sträuchern einfach mal so lang gehen. Man weiß ja nie, ob man irgendwann was findet. Hier geht's noch raus. Ach, Entschuldigung. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht weiß, warum ich noch so müde bin. Ich hatte eigentlich lang genug geschlafen. Aber manchmal werde ich einfach gar nicht wach. Von daher, das ist wohl einer solcher Tage. Ah, ich glaube, das hier ist so. Hier wirft man einfach alles runter und dann landet man genau bei Scrappy. Kann das sein? Ja. Ah, guck mal. Hier ist sogar mit einer Vorrichtung dafür, oder? Ach ne, das ist ein Satellitenschuss. Okay. Oh Gott, ich dachte, ich verliere es hier runter. Das wäre natürlich nicht gewollt. Schön stehen bleiben. Danke. Na, hier ist gar nichts. Schade. Hm, hier ist da hinten wieder. Stimmt, zu Fenris müssen wir auch noch. Das sollte ich auch noch machen. Zu Fenris einmal. Ich weiß nicht, wer das ist. Oder wo er ist. Aber er hat irgendwie was zu sagen. Das ist wichtig. So, Fenris, wo steckst du? Gesetzte Goliaths. Ach ne, gesetzte Goliaths wahrscheinlich. Falsche Lehren unter dem Volk zu verbreiten ist verboten. Das Benutzen von Technik ist untersagt und wird umgehend eingesammelt. Mana darf nicht vergeudet werden. Freien Menschen ist der Schutz zu gewähren. Selbstlinge sind heilig. Sie sind selbst zu zerstören oder ohne Erlaubnis anzuzapfen, ist strengstens verboten. Kaugummi. Na, ich will mich halt. Also, man kann das ganze Zeug zwar stehlen. Aber ich will mich halt auch nicht mit den Leuten anlegen, ne? Guck mal, hier kann ich zum Beispiel in einem Bett schlafen. Bis zur Mitternacht. Und dann braucht mir kein Dings zu. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Was wollte ich sagen? Achso, da brauche ich keinen. Bett zu mieten, wenn ich mir einfach hier mich irgendwo hinlegen kann. Warte, wo war denn der Typ? Hier bist du die Wache. Moment. Hier links muss das irgendwo, glaube ich, gewesen sein. Da. Da. Lass uns auf Nachtwache gehen. Alles klar. Brechen wir auf. Am besten, wir gehen ein bisschen abseits der Wege und schauen auch mal hinter den Häusern nach. Wer auch immer die Flugzettel verteilt, ist nicht blöd. Wir werden ihn wohl kaum auf der Hauptstraße treffen. Psst, da hinten ist jemand. Den schnappe ich mir. Alles klar, ich warte hier. Okay, gib mir Rückendeckung, falls er abhauen will.
Hey du, komm mal kurz her. Wie, was? Meinst du mich? Was machst du hier hinten? Ich weiß, dass du den Anschlag auf Red verübt hast. Leugnen hat keinen Sinn. Was? Nein! Warum sollte ich das tun? Ich bin seit 6 Jahren ein Berserker und habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wirklich. Kannst du mir dann erklären, was du hier machst? Die Sache ist die... Ach, scheiße. Ich geb's ja zu. Ich hab versucht, dir durchs Fenster zu pissen. Wie bitte? Der Typ, der hier wohnt, hat sich an meine Alte rangemacht. Ich wollte dir mal eine Lektion erteilen. Ich will dir mal glauben. Für den Moment. Verschwinde von hier. Bei Ragnar. Danke. Ich bin da mal weg. Tja, das war wohl nichts. Wir behalten ihn im Auge. So ekelhaft das ist, jemandem durchs Fenster pissen ist streng genommen nicht verboten. Lass uns das vergessen und einfach weitergehen. Wir behalten dich im Auge. Halt die Augen offen. Jede Kleinigkeit könnte von Bedeutung sein. Okay. Ja. Ich glaube, ich höre da was. Also mit Wolf hat mir einen schlechten Start, aber ich glaube, Wolf ist ein ganz guter. Hast du die zwei da gesehen? Die sehen verdächtig aus. Lass uns mal näher herangehen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas mit. Gute Idee. Lass uns erst mal zuhören. Geh nah genug ran, so dass du sie hören kannst. Warte auf mein Zeichen. Von welchen beiden redet ihr denn? Wen siehst du denn, wenn ich nicht sehe? Ach, die beiden, Leute, die habe ich echt nicht gesehen. Wer schleicht, hat meist keine guten Was willst du von mir? Ich habe nichts für dich. Warum schleichst du so? Komm schon, Kleine. Zieh dich nicht so. Warum schleichst du so? Du willst es auch. Jetzt komm her zum Herrn. Warum schleichst du so? Genug gehört. Halt! Du da! Du hast mir voll die Tour vermasselt. Du Arschloch, hast dir wohl das Gehirn weggesoffen. Hey, immer mit der Ruhe. Ich hätte dir doch nichts getan. Sehe ich dich noch mal so mit deiner Frau reden, ramme ich dich ungespitzt in den Boden. Scheiße, Mann. Ist ja gut. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel getrunken. Hau ab, geh schlafen und denk gut drüber nach, was du gerade machen wolltest. Jetzt verzieh dich. So ein Arschloch, den behalte ich in Zukunft im Auge. Besser ist das. Allerdings hat dieser hässliche Zwischenfall nichts mit unserer Sache zu tun. Nein. Lass uns mal bei der Schmiede schauen. Da sind immerhin die Nägel geklaut worden. Was weißt du über den Anschlag auf Red? Hat Fenris dir nichts erzählt? Ich hab noch gar nicht mit Fenris geredet. Ich geb dir mal die Kurzzusammenfassung. Die Outlaws haben eine Bombe ins obere Viertel geschmuggelt. Der Anschlag ist schiefgegangen. Oha. Red hat dort alles abgeriegelt und lässt jetzt nur noch vertrauenswürdige Leute ins obere Viertel. Seitdem ist überall im Fort diese Propaganda aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Dass sowas hier vorkommt. In Goliath hätte es das nicht gegeben. Ich mach mal gerade so. Goliath ist die alte Heimat der Berserker. Die haben allerdings sich da eingenistet, wo damals die Outlaws gelebt haben. Und die haben das alles schön vergrünt und so. Und die Outlaws haben halt, ein paar von denen durften halt hier bleiben, mussten sich halt dementsprechend den Berserkern anpassen. Allerdings leben die eigentlich ziemlich in Frieden hier und ja. Nach Goliath, glaube ich, kommt man hier gar nicht mehr in diesem Teil. Das war in Teil 1 so. Da war die Map auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, die Map hier ist die kleiner? Ich glaube, von. Bin mir aber nicht sicher. Aber das heißt nichts. Also selbst die kleinere Map wäre immer noch groß genug für das Spiel, finde ich. Also die Ereignisse tummeln sich dann halt einfach nur auf den verschiedenen Gebieten. Und das ist immer noch sehr gut. Machen wir weiter.
Hoffentlich erwischen wir an der Schmiede jemanden. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann bin ich auch langsam am Ende mit meinen Ideen. Heute Nacht ist ja echt einiges los. Jo. Nur niemand, der Zettel verteilt. Was wollte ich gerade gesagt haben? Ich habe ein wenig Sorge, dass wir niemanden mehr treffen werden, der etwas damit zu tun hat. Naja, warten wir es erstmal ab. Noch ist unsere Runde nicht beendet. Wenn wir hier die... Da ist jemand an der Schmiede. Den Abend quasi rumhaben. Der ist für dich. Red du mit ihm. Okay, ich dann kümmere mich. Doch, die Folge auf YouTube hier beendet. Alles klar, aber mach keinen Scheiß. Ich passe auf, falls er abhauen will. Da ist jemand. Wo ist der denn? Hey. Was ist denn? Klaust du hier etwa? Hast du sie noch alle? Du bist ja nicht meine Wache. Warum sollte ich dir irgendwas erzählen? Verpiss dich! Ich kleide ihm gleich eine. Oh, ich hab aber keine Konstitution 30, oder? Ja, naja. Sag mir, was ich wissen will, sonst bekommst du ein paar aufs Maul. Du bist ja geil. Na dann, komm mal her. Ach, Scheiße. Schlag ihn zu Brei. Hab ich verfehlt? Oh Gott. Der hat mich nicht verfehlt, so viel steht fest. Warum passiert das nicht? Oh, verfehlt. Jetzt kämpft endlich! Das dauert mir zu lange! Naja, muss mir ja nicht. Schon besser. Scheiße! Boah, stopp. Du hast echt einen harten Schlag drauf. Erzähl mir lieber, was du hier gemacht hast, wenn du nicht noch eine Packung haben willst. Ja, schon gut. Muss dich leider enttäuschen. Hab hier weder geklaut noch sonst irgendwas angestellt. Ich hab meine Kippen hier irgendwo verloren. Hab sie gesucht. Das ist alles. Ich war sonst die ganze Zeit in der Kneipe. Wollte mir nur mal die Beine vertreten und eine rauchen. Das ist schon mir angelegt. Den Mist kannst du deiner Oma erzählen. Ist aber so. Wir können uns so oft prügeln, wie du willst. Die Geschichte ändert sich nicht. Ich hab hier nichts gestohlen. Na schön, dann hau mal ab. Mach ich. Ich geh direkt zurück zu Chloe, weitersaufen. Hab vor, heute noch richtig dicht zu werden. Und der nächste Reinfall. Lass uns die Runde beenden und wieder zur Kneipe zurückgehen. Okay, du. Du hättest mir bei dem Kampf ruhig mal helfen können. Ich dachte mir, du schaffst das schon alleine. Außerdem habe ich die Packung Kippen gefunden, die der Typ verloren hatte. Als Wache prügle ich mich nicht einfach so. Ich hätte das anders geregelt. Ich spiele ihm keine 150 Minuten. Also hör auf zu schmollen und lass uns zurückgehen. Aus den Katzen 200. Tja, wenn uns jetzt nicht noch per Zufall diese Typen in die Hände fallen, war's das. Ich glaube langsam nicht mehr daran. Ich auch nicht. Ein kleiner Rundgang war okay. Du hättest auf jeden Fall das Zeug zu einem guten Berserker. Hast dich ganz ordentlich geschlagen. Danke, Wolf. Gut gemacht, Jax. Danke, Kaya. So, wir sind fast wieder zurück. Ist dir noch etwas aufgefallen? Nein. Mir auch nicht. Mist. Naja, muss mir ja nicht gefallen. Hab gehofft, dass da noch vielleicht irgendwas ist oder so. Da vorne ist schon wieder die Kneipe. Ich werde mich da drin noch ein bisschen umhören. Vielleicht bekomme ich ja was Interessantes mit. Ansonsten war's das wohl.
Weitergebracht hat uns das Ganze. Alles, was ich mache, gefällt Kaya. Willst du aufgeben? Keine Ahnung. Wir sollten uns einfach ein bisschen getrennt umhören. Aktuell weiß ich nicht weiter. Wenn dir irgendwas auffällt, du irgendwas hörst oder siehst, komm direkt zu mir damit. Also dann, wir sehen uns später. Nicht schlecht. So, jetzt will ich noch euch eine Sache zeigen. Weil, das ist mir beim Kroge im Stream aufgefallen, wo Wolf sich jetzt hinstellt, ist verdammt lustig gemacht, meines Erachtens nach. Oder es trifft halt nur meinen Humor. Das kann natürlich genauso gut sein. Gib mir ein Bier. Schlechte Laune? Kann man wohl so sagen. Willst du drüber reden? Ich habe einen scheiß Auftrag von Red bekommen. Ist doch egal. Gib mir einfach ein Bier. Wie du willst. Du weißt, wo du mich findest, falls du doch quatschen möchtest. Danke, Chloe. Weiß ich zu schätzen. Chloe ist auch echt cool. Oh, was mir auch aufgefallen ist, die Frauen bin ich überhaupt nicht sexuell stark dargestellt. Also nicht so, dass die hier jetzt in irgendwelchen Bikini-Teilen rumlaufen oder ähnliches. Also ich finde das ordentlich, dass die so rumlaufen, wie sie hier rumlaufen. Das finde ich gut. Und hier, was ich persönlich sehr lustig finde, ist sein Stehplatz. Er stellt sich genau dorthin, wo zufälligerweise der einzige Stuhl ist, der so auf dem Tisch angeordnet ist. Fand ich ziemlich lustig. Jetzt nicht, ich habe zu tun. So, das ist dann auch der Moment, wo ich den Stream, die Folge beenden werde für YouTube. Von daher, es war euch eine Ehre und haut rein. Lasst ein Like da, wenn ihr euch das gefallen hat. Gerne auch ein paar Anmerkungen, was ihr noch gerne sehen wollt oder so. Dann werde ich versuchen, eure Wünsche ein wenig zu respektieren. So oder so, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.